Und zugeschaltet aus Lugano ist mir jetzt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Ja, gerne doch. Frau Schulze, die ukrainische Regierung beziffert die Kosten für den Wiederaufbau Stand jetzt mit umgerechnet rund 720 Milliarden Euro. Wie setzt sich das zusammen? Wo genau wird das Geld akut gebraucht? Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat unermessliche Schäden in der Ukraine hervorgerufen. Es sind Brücken zerstört, es sind Krankenhäuser zerstört worden, Schulen, Wohngebäude. Und jetzt gibt es das erste Mal einen ersten Überblick darüber, was eigentlich alles zerstört ist. Und das ist gut, weil für einen Plan, und den wollen wir ja miteinander hier erarbeiten, einen Plan, wie man die Ukraine wieder aufbaut, muss man auch wissen, was eigentlich alles zerstört wurde. Was ist der Plan? Wie groß soll der Anteil sein, den Deutschland übernehmen wird? Deutschland ist sehr engagiert in der Ukraine. Wir haben schon über viele, viele Jahre in der Ukraine geholfen. Und deswegen haben wir ein Sofortprogramm zugesagt, was gerade auch schon läuft, über 185 Millionen. Und wir haben auch heute hier nochmal wiederholt, dass wir bereit sind, auch für den Wiederaufbau mitzuhelfen. 426 Millionen Euro durfte ich heute hier für die Bundesregierung zusagen. Das hilft erst einmal. Aber wichtig ist, dass dieses Geld jetzt wirklich nach den Prinzipien auch ausgegeben wird, die hier vereinbart worden sind, nämlich dass die Hilfe, die ja jetzt im Krieg nur vorläufig sein kann, dass diese Hilfe so angelegt wird, dass sie auch für den späteren Wiederaufbau eingesetzt werden kann. Also dass die Investitionen möglichst nachhaltig sind. Aber wie lässt sich das denn realisieren? Denn es wird ja weiter werden Angriffe geflogen. Das heißt, im Grunde ist es ja auch ein Stück weit eine Investition, eine Sisyphus-Aufgabe. Die Zerstörung geht ja weiter. Ja, die Zerstörung geht leider weiter und deswegen ist es so wichtig, dass wir alles dafür tun und das tun wir, dass Putin diesen Angriffskrieg endlich stoppt, die Sanktionen beginnen ja zu wirken und das, ich hoffe sehr und wir alle setzen uns dafür ein, dass Putin das stoppt. Aber es geht auch jetzt im Krieg schon darum, zu helfen. Die Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf, sie brauchen Wasser, sie brauchen Strom, die Kinder müssen zur Schule gehen können und diese ganzen Investitionen, die leistet die Ukraine schon und da helfen wir. Und ich war ja erst vor ein paar Wochen in Kiew, in der Nähe von Kiew, in Borodjanka. Und mich hat sehr beeindruckt, wie sehr dort die Leute, der Bürgermeister zum Beispiel, sich jetzt schon für den Wiederaufbau engagieren. Und diesen Mut, diese Entschlossenheit, die wollen wir unterstützen. Absolut. Nichtsdestotrotz noch einmal die Nachfrage. Können Sie ein Beispiel nennen für auch Investitionen, die vielleicht anders gelagert sind, sodass sie nachhaltig sind? Ja, es gibt ja sehr viele Menschen, die innerhalb der Ukraine vertrieben sind, die zum Beispiel in die Gegend von Lviv geflohen sind. Der dortige Bürgermeister baut jetzt Übergangswohnungen für die binnenvertriebenen Menschen und die werden so gebaut, dass sie auch im Weiteren nutzbar sind, also dass es Gebäude sind, die auch nach dem Krieg noch weiter eingesetzt werden können. Und das ist ein Beispiel dafür, was die Ukraine schon leistet und was wir unterstützen. Wie wichtig ist es denn gerade auch mit Blick auf diese Fluchtbewegungen, eben nicht nur Binnenflüchtende, sondern auch aus dem Land hinaus, dass man vor dem Winter da wirklich aktiv wird? Ja, das ist hier heute auf der Konferenz nochmal sehr deutlich geworden, dass es eine große Aufgabe ist, vor dem Winter warme Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, weil das Heizungsnetz, das Stromnetz, das ist ja oft zerstört und es ist gar nicht so einfach, das jetzt provisorisch wieder so herzurichten, dass das auch Wärme liefern kann. Das ist eine der großen Aufgaben, die wir uns hier vorgenommen haben. Alle gemeinsam wollen wir die Ukraine darin unterstützen, die Menschen, die in der Ukraine sind, mit einem warmen Dach über dem Kopf zu versehen. Und heute gibt es hier die ersten Arbeitsgruppensitzungen, wie man das eigentlich planvoll hinbekommt, was notwendige Schritte sind, in welchen Regionen das überhaupt möglich ist und was wir alles dafür tun müssen. Sie haben schon gesagt, was Sie monetär getan haben, was Sie auch heute noch mal zusagen konnten. Aber wie kalkulieren Sie auch für die Zukunft, für einen Zeitraum, für welchen Zeitraum kalkulieren Sie, mit welchen Mitteln?
Na, wir müssen leider davon ausgehen, dass wir Jahrzehnte brauchen werden, um die Ukraine wieder aufzubauen. Und deswegen hat Bundeskanzler Scholz ja eingeladen zu einer großen Konferenz im Herbst diesen Jahres, wo wir die ganzen Fachleute zusammenholen wollen und mal darüber reden, wie kann man eigentlich so eine langfristige Planung angehen? Was sind Ideen, wie man auch langfristig Mittel sozusagen generieren kann? Da gibt es weltweit Erfahrungen, die wollen wir nochmal zusammenholen und sammeln, damit das, was wir uns vornehmen, alle gemeinsam dann auch wirklich gelingt und die Ukraine wieder aufgebaut wird als demokratischer, als freier Staat. Nach allem, was wir gerade besprochen haben und auch was der ukrainische Präsident fordert, ist der Herbst nicht ein klein wenig spät dafür dann? Naja, jeder Tag zählt im Moment in dieser Wiederaufbauarbeit und deswegen setzen sich so viele andere Staaten aber auch gemeinsam dafür ein, der Ukraine zu helfen. Das Allerwichtigste ist, dass der Krieg stoppt und solange der Krieg aber läuft, müssen wir den Menschen in der Ukraine helfen. Auf der kommunalen Ebene passiert übrigens sehr, sehr viel. Wir haben in Deutschland über 70 Kommunen, die ihren Partnerkommunen vor Ort ganz konkret helfen. Wir werden morgen noch mal eine große kommunale Konferenz machen, wo wir auch diese unmittelbaren, direkten Partnerschaften weiter stärken wollen und helfen wollen, dass diese unmittelbare, direkte Hilfe auch wirklich ankommt. Auf einen Punkt würde ich gerne noch eingehen, Frau Schulze, nämlich das Thema EU-Beitrittskandidatur. Wie wird das auch mitgedacht jetzt bei diesen Mitteln, die investiert werden in den Wiederaufbau? Ja, das wird hier sehr intensiv mitgedacht. Eines der Prinzipien, die wir heute hier vereinbart haben, ist ja auch Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit bedeutet dann zum Beispiel auch, dass das Stromnetz so wieder aufgebaut wird, dass es kompatibel ist mit den europäischen Standards, dass man bei dem Wassernetz darauf achtet, dass europäische Standards eingehalten werden, dass auch die rechtlichen Veränderungen, der Aufbau der Verwaltung schon so läuft, dass das ein Beitrag ist, die Ukraine näher in die Europäische Union zu holen. Also das war der Ukraine hier wichtig und das wird auch von allen hier unterstützt. Svenja Schulze, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch.